Den Predigtext finden wir in Psalm 84. Wir lesen miteinander die Verse 1 bis 3. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Dem Chorleiter nach der Ketit von den Söhnen Korachs ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr, du bist groß und sehr zu loben. Und wir beugen uns vor deiner Majestät, vor deiner Hoheit und wollen in Demut uns beugen auch vor deinem Wort. Und beten, segne uns, wenn wir jetzt auf dein Wort hören. Wenn wir hören auf das, was du uns zu sagen hast, so schenk uns Herzen zu glauben und schenk uns den Willen und die Kraft, auch zu tun nach dem, was du uns zu sagen hast, dass wir dir gehorchen. Und so segne uns, Herr, durch dein Wort und schenk uns deinen Heiligen Geist. All dies bitten wir in Jesu Namen. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Ja, derzeit ist es uns untersagt, dass wir als Gemeinde zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern. Und die Frage, die wir heute Morgen auch bewegen wollen anhand dieses Bibeltextes ist: Leidest du darunter? Also hast du ein großes Verlangen, eine starke Sehnsucht danach, in der Gemeinde zu sein, doch endlich wieder in Gottes Haus, um endlich wieder in der heiligen Versammlung mit den Geschwistern anzubeten? Dieser Psalm 84 spricht von dieser Sehnsucht nach Gottes Haus und nach der Begegnung mit ihm. Diese heilige Sehnsucht soll in dir und mir heute neu auch geweckt werden und gestärkt werden. Lasst uns heute die ersten drei Verse dieses Psalms miteinander betrachten. Und wenn man jedem dieser drei Verse eine Überschrift geben müsste, so könnte man diese drei Worte wählen, nämlich Gnade, Liebe und Sehnsucht. Unter diesen drei Überschriften wollen wir uns diese drei Verse anschauen. Also erstens Gnade. Es heißt hier in Vers 1, dem Chorleiter nach der Ketit von den Söhnen Korachs ein Psalm. Diese Worte zu Beginn sollten wir keinesfalls einfach überspringen oder flüchtig nur streifen, denn diese Überschrift ist tatsächlich ein Zeugnis von Gottes großer Gnade. Diese Überschrift hilft uns, den Psalm in der rechten Einstellung zu lesen, nämlich in tiefer Dankbarkeit und in ehrfürchtiger Anbetung. Warum? Nun, dieser Psalm 84 wurde komponiert, um im Rahmen des Gottesdienstes im Heiligtum gesungen zu werden, unter der Führung eines Chorleiters, lesen wir hier, und vermutlich unter Begleitung eines Saiteninstruments, welches uns heute unbekannt ist, der Ketit. Aber das Erstaunliche an diesem Vers ist die Angabe der Verfasser, nämlich die Söhne Korachs. Und wenn du verstehst, wer die Söhne Korachs waren, wirst du verstehen, warum ich diesen Vers überschrieben habe mit Gnade. Alles fing damit an, dass der Herr unter Leitung dann von Mose sein Volk aus der Sklaverei Ägyptens herausführte, befreite. Und während der Wüstenwanderung ordnete der Herr an, dass ein transportables Heiligtum, die Stiftshütte, errichtet werden sollte. Und zum vollzeitigen Dienst an diesem Heiligtum wurde der Stamm Levi ausgesondert. Doch nur die Nachkommen Aarons durften dann Priester werden, die in diesem Heiligtum dienten. Die Leviten kümmerten sich um den Aufbau, um die Pflege und Verwaltung des Heiligtums samt allen Geräten. Und Levi hatte drei Söhne: Gershon, Kehat und Merari. Und die Gershoniter, die waren verantwortlich für die Pflege des Zeltes, für die Decken, für die Vorhänge und für die Seile der Stiftshütte und so weiter. Die Merariter, die waren zuständig für die Bretter, für die Riegel, für die Säulen, für die Fußgestelle, für die Pflöcke und andere Teile des Heiligtums. Und den Gehatitern, denen wurde das größte Vorrecht zuteil. Sie sollten sich um die allerheiligsten Bestandteile des Heiligtums kümmern, also um die Leuchter, um die Tische,
um die Altäre und sogar um die Bundeslade. Und obwohl die Kehatiter dieses herrliche Vorrecht genossen haben, dass sie die heilige Bundeslade tragen durften, gaben sie sich dann nicht mehr zufrieden damit, bloß Träger dieser Bundeslade zu sein. Sie fingen an, ihre Aufgabe zu verachten und wollten wie die Priester sein und nicht bloß die Geräte transportieren, sondern sie wollten selbst dem Herrn Opfer darbringen. Und in ihrer Selbstüberhebung rebellierten sie dann und es gab einen großen Aufstand, von dem lesen wir in 4. Mose 16. Schlag da mal gerne mit mir auf, wir wollen lesen von diesem Aufstand in 4. Mose 16. Und hier heißt es, und Korach, der Sohn Jitzhas, des Sohnes Kehats, der Sohn also der Kehatiter des Kehats, der Sohn des Levis, und dann nahm es, und mit ihm Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, und On, der Sohn Pelitz, die Söhne Rubens, und sie erhoben sich gegen Mose mit 250 Männern von den Söhnen Israels, Fürsten der Gemeinde, Berufene der Zusammenkunft, namhafte Männer. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sagten zu ihnen, genug mit euch, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte, warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Als Mose das hörte, fiel er auf sein Angesicht und er redete zu Korach und zu seiner ganzen Rotte und sagte, morgen wird der Herr erkennen lassen, wer ihm gehört, wer der Heilige ist, dass er ihn zu sich nahen lasse. Und wen er erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. Tut dies, nehmt euch Feuerbecken, Korach und seine ganze Rotte und tut morgen Feuer hinein und legt Räucherwerk darauf vor den Herrn. Und es soll geschehen, der Mann, den der Herr erwählen wird, der sei der Heilige. Genug mit euch, ihr Söhne Levis. Und Mose sprach zu Korach, hört doch, ihr Söhne Levis, ist es euch zu wenig, dass der Gott Israels euch aus der Gemeinde Israel ausgesondert hat, um euch sich nahen zu lassen, damit ihr den Dienst an der Wohnung des Herrn ausübt und vor der Gemeinde steht, um ihr zu dienen, dass er dich und alle deine Brüder, die Söhne Levis, mit dir hat Herr zunahen lassen und ihr trachtet auch noch nach dem Priesteramt? Darum seid ihr es, die sich zusammenrotten, du und deine ganze Rotte gegen den Herrn. Denn Aaron, was ist er, dass ihr gegen ihn murrt? Und Mose sandte hin, um Datan und Abiram und die Söhne Eliabs zu rufen. Aber sie sagten, wir kommen nicht hinauf. Ist es zu wenig, dass du uns aus einem Land, das von Milch und Honig überfließt, herausgeführt hat, gemeint ist Ägypten, um uns in der Wüste sterben zu lassen? Willst du dich auch noch zum Herrscher über uns aufwerfen? Du hast uns keineswegs in ein Land gebracht, das von Milch und Honig überfließt, noch uns Äcker und Weinberge als Erbteil gegeben. Willst du diese Leute etwa die Augen ausstechen? Wir kommen nicht hinauf. Da wurde Mose sehr zornig und sprach zu dem Herrn, wende dich nicht zu ihrer Opfergabe. Nicht einen einzigen Esel habe ich von ihnen genommen und keinen einzigen unter ihnen ein Leid angetan. Und Mose sagte zu Korach, du und deine ganze Rotte, ihr sollt morgen vor dem Herrn erscheinen, du und sie und Aaron. Und nehmt jeder sein Feuerbecken und legt Räucherwerk darauf und bringt jeder sein Feuerbecken da vor dem Herrn. 250 Feuerbecken, du und Aaron und jeder sein Feuerbecken. Und sie nahmen jeder sein Feuerbecken und taten Feuer darauf und legten Räucherwerk darauf und sie traten hin an den Eingang des Zeltes der Begegnung, auch Mose und Aaron. Und Korach versammelte gegen sie die ganze Gemeinde an den Eingang des Zeltes der Begegnung. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor der ganzen Gemeinde. Und der Aaron redete zu Mose und zu Aaron und sprach, und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach, sondert euch ab aus der Mitte dieser Gemeinde, ich will sie in einem Augenblick vernichten. Und sie fielen auf ihr Angesicht und sagten, Gott, du Gott des Lebensgeistes, allen Fleisches, ein einziger Mann sündigt und du willst der ganzen Gemeinde zürnen? Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zur Gemeinde und sprich, entfernt euch ringsum von der Wohnung Korachs, Datans und Abirams.
Da stand Mose auf und ging zu Datan und Abiram, und ihm nach gingen die Ältesten Israels. Und er redete zu der Gemeinde und sprach: Weicht doch von den Zelten dieser gottlosen Männer und rührt nichts an, was ihnen gehört, damit ihr nicht weggerafft werdet in all ihren Sünden. Und sie entfernten sich ringsum von der Wohnung Korachs, Datans und Abirams. Und Datan und Abiram traten heraus und standen am Eingang ihrer Zelte mit ihren Frauen und ihren Söhnen und ihren kleinen Kindern. Und Mose sagte: Daran sollt ihr erkennen, dass der Herr mich gesandt hat, um alle diese Taten zu tun, dass ich also nicht aus meinem Herzen gehandelt habe. Wenn diese sterben, wie alle Menschen sterben, und mit der Heimsuchung aller Menschen heimgesucht werden, dann hat der Herr mich nicht gesandt. Wenn aber der Herr ein Neues schafft und der Erdboden seinen Mund öffnet und sie verschlingt mit allem, was ihnen gehört, und sie lebendig in den Scheol hinabfahren, dann werdet ihr erkennen, dass diese Männer den Herrn verachtet haben. Und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da spaltete sich der Erdboden, der unter ihnen war, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang sie und ihre Familien und alle Menschen, die Korach angehörten, und ihren ganzen Besitz. Und sie fuhren, sie und alles, was ihnen gehörte, lebendig in den Scheol hinab, und die Erde bedeckte sie, und sie wurden mitten aus der Versammlung weggerafft. Und ganz Israel, das um sie herum war, floh bei ihrem Geschrei, denn sie sagten: Dass uns die Erde nicht verschlinge. Und Feuer ging aus von dem Herrn und fraß die 250 Männer, die das Räucherwerk dargebracht hatten. Soweit. Also die Häuser von Datan und Abiram samt 250 Männer wurden vernichtet. Und auch Korach kam bei diesem schrecklichen Gericht um. Sogar Judas erwähnt das im Neuen Testament in seinem Brief, weil dieses Gericht so furchtbar war und so ein eindrückliches Gerichtshandeln Gottes. Als Randnotiz lernen wir hier natürlich, dass es eine deutliche Warnung ist, sich nicht zu erheben und irgendwelche Ämter zu ergreifen, zu denen Gott einen überhaupt nicht eingesetzt hat. Die Familien von Datan und Abiram kamen also um, und auch ihre Kinder wurden gänzlich ausgelöscht. Und auch Korach kam um mit seinen Familien. Und dennoch lesen wir etwas von großer Gnade, nämlich in 4. Mose Kapitel 26, braucht ihr jetzt nicht aufschlagen, da heißt es ab Vers 9, hört mal. Und die Söhne Eliabs, Nemuel und Datan und Abiram, das sind Datan und Abiram, die Berufenen der Gemeinde, die gegen Mose und gegen Aaron stritten in der Rotte Korach, als sie gegen den Herrn stritten. Und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang sie und Korach, als die Rotte starb, indem das Feuer die 250 Männer verzehrte und sie zu einem Zeichen wurden. Und dann heißt es da in Vers 11, aber die Söhne Korachs, sie starben nicht. Also hier haben wir eine detailliertere Angabe, und uns wird gesagt, dass alle, die zu Korach gehörten, umkamen, aber seine Söhne nicht. Das heißt, die Söhne Korachs, die wurden verschont. Gott hätte das ganze Haus Korach mitsamt seinen Söhnen verschlingen können. Sie hätten es verdient, genauso ewig unterzugehen. Aber Gott entschied sich in seiner freien, souveränen Gnade, diese Söhne Korachs zu verschonen, ihnen Gnade zu schenken. Er übte Barmherzigkeit an den Söhnen Korachs und schenkte ihnen das Leben. Und darum sind die Söhne Korachs tatsächlich Söhne der Gnade. Und diese Linie der Söhne Korachs, und das verwundert uns dann noch nicht, diente darum seit jeher dem Herrn. Der Prophet Samuel zum Beispiel, der als Kind im Heiligtum lebte und dort diente, er war ein Nachkomme der Söhne Korachs. Sie dienten von nun an weiter auch im Heiligtum und erfüllten verschiedene Aufgaben, wie Türhüter zu sein und Verantwortung zu haben für Geräte des Tempels. Und unter dem König David nun geschah etwas sehr Wunderbares. Die Söhne Korachs wurden zu Musikern für den Herrn. 11 Psalmen tragen in der Überschrift ihren Namen. Ihr Stammvater Korach, er wurde vernichtet wegen seiner Auflehnung. Doch seine Söhne fanden Gnade, unverdiente Gnade vor dem Herrn. Und darum überschreiben wir diesen ersten Vers mit Gnade. Es sollte uns darum nicht verwundern, dass diese Söhne Korachs fortan den Herrn dienten und ihm alle Zeit
sangen und spielten. Denn wer unverdiente Gnade erlebt hat, der wird dankbar sein und den Herrn Lob preisen. Der Grund, warum wir häufig Gott eben nicht singen, ist, dass wir vergessen haben, was wir eigentlich verdient haben, nämlich sein Gericht. Denn wir alle verdienen es, dass sich unter uns sogleich der Erdboden öffnet und wir alle lebendig verschlungen werden. Wir verdienen es nicht, auch nur eine Sekunde länger am Leben zu bleiben. Denn viel zu groß ist unsere Rebellion gegen den Herrn. Doch um Christi willen hat der Herr uns verschont. Er schenkt uns unverdiente Gnade. Und wir dürfen leben, ja ewig leben. Wir sollten wie ihn da nicht loben und singen und spielen wollen, Tag und Nacht. Und in dieser Einstellung wollen wir, ja in dieser tiefen Dankbarkeit, wollen wir im Angesicht dieser Gnade Gottes diesen Psalm studieren. Und dann verstehen wir auch, warum man solche und warum diese Söhne Korach solch eine Sehnsucht nach Gott haben. Erst dann können wir das überhaupt nachvollziehen, warum man unbedingt bei Gott sein möchte, um ihn zu singen, um ihn zu loben, um ihm die Ehre zu geben. Hast du das verstanden, welche Gnade dir geschenkt ist, was du dort empfangen hast? Und bist du darum ergriffen von diesem unfassbaren Vorrecht, von diesem Gedanken daran, dass du in Gottes Nähe treten darfst, obwohl er dich eigentlich auslöschen müsste? Nein, Gerettete muss man gar nicht zwingen zum Singen und zum Preisen und zum Loben. Sie werden gar nicht anders können, als ihren Retter und Herrn zu besingen. Und darum hören wir hier von einem Chor und von einem Chorleiter und von diesen Musikanten der Söhne Korahs. Ja, wenn du die Gnade Gottes erfahren hast, dann wirst du den Herrn lieben. Und das führt uns zu unserem nächsten Punkt, zu dem zweiten Vers 2, den Vers, den wir überschreiben wollen mit dem Wort Liebe. Denn es heißt hier in Vers 2, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Die Wohnungen, die Zelte Korachs, die hätten vom Herrn verschlungen werden müssen, gänzlich im Gericht. Doch der Herr schenkte diesem Haus Gnade und gewährte ihnen dieses Vorrecht, dass sie hinfort in seinen Wohnungen, in seinem Heiligtum weiterdienen durften. Und Christus sagt in Lukas Kapitel 7, Vers 47, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und so verwundert es uns nicht, dass die Söhne Korachs viel lieben. Und kein Wunder, dass sie ausrufen in Vers 2, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Also sie beten hier zu Gott und sagen, wie lieblich, das heißt, wie liebenswert, wie liebenswürdig, wie sehr zu lieben sind deine Wohnungen. Wir haben sie außerordentlich lieb. Deine Wohnungen erfreuen unser Herz. Der Gedanke an deine Wohnungen löst bei uns die positivsten, die freudigsten Gedanken aus. Das Heiligtum bestand ja aus verschiedenen einzelnen Räumlichkeiten, also nicht nur aus dem Heiligen und dem Allerheiligsten, sondern es gab auch noch Zimmer und Kammern und Speiseräume. Und deswegen sprechen sie hier von Räumen, von Wohnungen. Die Söhne Korachs finden alle Räumlichkeiten lieblich. Alles an Gottes Tempeln. An Gottes Tempel lieben sie, jeden Teil davon. Sie lieben das ganze Heiligtum, jeden Winkel. Und nicht um der Architektur halber, sondern weil hier der Herr der Heerscharen wohnt, der ihnen diese Gnade erwiesen hat. Hier ist seine heilige Gegenwart, hier will er sich finden lassen, hier wird ihm Gottesdienst gefeiert. Und sie sind zutiefst erfreut bei den Gedanken an Gottes Wohnungen, an dem Gottesdienst, ja an Gott selbst. Und achtet darauf, sie nennen hier den Herrn der Heerscharen. Das ist ein militärischer Titel. Der Herr ist der allmächtige Befehlshaber aller himmlischen Truppen. Auf sein Geheiß hin ziehen die Engel aus und ja, die Sünder zu strafen und zu verderben. Doch gerade dieser Herr der Heerscharen heißt die Söhne Korachs willkommen in seinem Haus. Welch eine unverdiente Gnade, welch ein Geschenk, welch eine Freude. Der heilige Herr der Herrscharen, samt seinen heiligen Engeln und Cherubim, er lässt sie passieren, sodass sie ihm begegnen dürfen. Die Wohnungen des Herrn sind in der Tat sehr lieblich für jeden, der begriffen hat, dass er eigentlich kein Anrecht hat, in diese heiligen Hallen einzutreten. Gottes Wohnungen sind sehr zu lieben. Das weiß und das fühlt auch jeder, der den kennt, der mit seiner heiligen Gegenwart in diesen Hallen wohnt. Sag, wie denkst du denn über Gottes Haus, über seine heiligen Wohnungen? Also heute wissen wir, steht kein Heiligtum mehr aus Stein, welches wir aufsuchen müssten. Diese Wohnungen des Herrn sind jetzt lebendige
aus lebendigen Steinen gebaut, wie Petrus sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 2. Der Tempel des Herrn ist heute seine Gemeinde, wie Paulus schreibt in 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 15. Das Haus Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Wenn du an diese Wohnstätte des Herrn denkst, was für Gefühle kommen da auf in deinem Herzen? Sprechen dir, kannst du sprechen mit den Söhnen Korachs? Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen? Wenn du denkst über Gottes Haus, über seine Gemeinde, ist sie liebenswürdig für dich? Hast du sie lieb und kannst du aussprechen, wie lieblich sind sie für mich? Wenn du denkst an die Gemeinde, wirst du mit positivsten Gefühlen erfüllt oder sind da eher negative Gefühle? Das ist eine entscheidende Frage. Spurgeon sagte einmal, die Versammlungen der Heiligen sind lieblich für Geist, Herz und Auge, lieblich für die ganze Seele. Auf der ganzen Erde gibt es keinen so herzerquickenden Anblick wie die Gemeinschaft von Gläubigen, die zur Anbetung Gottes versammelt sind. Das sind traurige Heilige, die nichts Liebliches an den Gottesdiensten im Hause des Herrn entdecken. Traurige Heilige. Ich würde ergänzen, wenn sie überhaupt Heilige sind. Denn wie ist deine Sicht der Gemeinde? Liebst du die Gemeinschaft der Heiligen? Ist sie dir lieblich? Denn hier wohnt der Herr, wie es heißt in 2. Korinther 6, Vers 16. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Bist du überaus froh und dankbar, wenn du an die Gemeinde denkst, wenn du dir bewusst machst, wie unverdient es eigentlich ist, dass du Teil dieser Gemeinschaft des Tempels Gottes sein darfst? Oder ist da vielleicht, wenn du ehrlich bist, in deinem Herzen Geringschätzung oder gar Abneigung oder Missfallen gegenüber Gottes heiliger Gemeinde? Nein, wenn du verstanden hast, wie wenig du es verdienst, dass du eigentlich hintreten darfst in seinem Heiligtum, um Teil der Gemeinde zu sein, um ihn anzubeten, wie wenig du es verdienst, dass der Herr der Herrscharen dich passieren lässt, um einzutreten in seine heiligen Hallen, ja, desto mehr wirst du sagen, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Der Tempel, die Gemeinde Gottes, ist aller Liebe wert. Darum, liebst du diese Gemeinde? Wenn du sie wirklich liebst und wenn du dich danach sehnst und du kannst es gerade in diesen Tagen jetzt wirklich real prüfen, in deinem Leben, in deinem Herzen, dann wirst du eine Sehnsucht haben. Denn wenn du etwas liebst, dann sehnst du dich danach, oder? Zur Liebe gehört immer Sehnsucht. Wahre Liebe ist immer mit wahrer Sehnsucht verbunden. Und das führt uns zu unserem dritten und letzten Punkt, nämlich drittens die Sehnsucht. Vers 3. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen den lebendigen Gott entgegen. Also die Söhne Korachs, sie haben große Gnade erfahren. Darum haben sie große Liebe zum Herrn. Und darum haben sie auch große Sehnsucht danach, in seiner Wohnung zu sein, um ihn anzubeten. Wer Gott liebt, der wird ihn tatsächlich mit Sehnsucht suchen wollen und wird sich sehen nach der Gemeinschaft mit ihm und den Heiligen in seinem Haus. Und so trugen die Söhne Korachs tatsächlich große Sehnsucht im Herzen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Das heißt, die Seele, sie sehnt sich nicht nur ein wenig, nein, sie schmachtet. Sie verzehrt sich geradezu vor inbrünstigen Verlangen nach dem Herrn. Es ist kaum auszuhalten. Die Sehnsucht ist einfach zu groß. Man hat das Gefühl, man stürbe, wenn man noch länger warten müsse. Das Verlangen ist so groß, es schmerzt schon, es tut schon weh. Man ist schon erschöpft vor Verlangen. Die Seele dürstet danach, ja endlich wieder im Heiligtum des Herrn sein zu dürfen, um ihm zu begegnen. Sag, kannst du das nachempfinden? Spürst du das auch? Kennst du das auch? Es heißt hier ferner, mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Das heißt, das tiefste Innere, mein Herz und sogar mein Körper, mein Leib, der eigentlich gefallen ist, in Sünde verdorben ist. Sogar mein Leib ist voller Vorfreude auf dem Herrn. Mein ganzes Wesen, alles in mir jauchzt dem Herrn entgegen. Man jubelt voller Vorfreude schon darauf, dem Herrn endlich wieder zu begegnen. Es geht hier tatsächlich um ein starkes Gefühl,
um ein Empfinden der Vorfreude, mit gespannter Erwartung, mit freudiger Aufregung. Man zittert schon förmlich an Leib. Der eigene Leib, man verspürt es, man möchte endlich bei dem Herrn sein. All das, weil man den lebendigen Gott kennt, weil man ihn liebt, weil man sich verzehrt danach, ihm endlich zu begegnen. Das heißt, der wahre Glaube, das wahre Christentum ist keine tote, regungslose, gefühlslose Religion, sondern etwas Lebendiges, etwas Gefühlsvolles, etwas, was den ganzen Menschen bewegt, an Herz und Leib. Denn unser Gott ist kein toter Götze, wie der anderen Religion, sondern er ist der lebendige Gott, denen wir begegnen, nachdem wir uns sehen, den wir lieben, aus ganzem Herzen. Die Söhne Korachs verspüren diesen heiligen Herzenshunger, dieses echte, verzehrende Verlangen nach Gott. Und die Frage ist, kennst du dieses Verlangen auch? Erlebst du es auch gerade jetzt in diesen Tagen, in denen wir keinen Gottesdienst als Gemeinde miteinander so öffentlich feiern können? Trägst du diese Sehnsucht nach Gott und nach seiner Gemeinde, nach den heiligen Gottesdiensten tatsächlich im Herzen? Schmerzt es dich, sodass du es kaum aushalten kannst? Mich wundert es sehr, ich sage es euch, mich wundert es sehr, dass ich bei manchen den Eindruck habe, es stört sie überhaupt nicht, dass wir uns so nicht versammeln können. Dass so manche Christen einfach sagen, es ist doch kein Problem, es ist doch gut, dass wir das jetzt so machen, dass wir nicht zusammenkommen. Es wundert mich sehr. Spürst du dieses Verlangen, das die Söhne Korachs hier beschreiben in ihren Psalmen, und kannst du damit einstimmen? Die praktische Anwendung dieser Predigt ist natürlich, habe diese innige Liebe, diese heilige Sehnsucht nach Gott, seinen Gottesdiensten, nach seiner Gemeinde. Dass du auch dieses Gebet vor dem Herrn bringst, Herr, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Lass mich aber auch zugleich sagen, dieses Verlangen, das wir haben sollten, sollte noch weitaus größer sein als das Verlangen, das die Söhne Korachs hatten. Denn uns wird noch ein viel größeres Vorrecht zuteil als den Söhnen Korach. Sie waren Leviten, sie waren nicht Priester, sie konnten nicht eingehen wie die Aaroniter. Die Söhne Korachs, wonach sehnten sie sich? Vers 3. Es sehnt sich, ja, schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Also die Söhne Korachs, sie konnten an den Geräten arbeiten und so weiter, sie konnten in die Vorhöfe des Herrn gehen. Aber durch Christi Opfer ist der Vorhang für uns zerrissen, dass wir dank des Blutes Christi eingehen dürfen, nicht bloß an den Vorhöfen stehen müssen und aus der Ferne zuschauen. Nein, wir können hineintreten in das Allerheiligste, zum Thron der Gnade, wie wir lesen dürfen in Hebräer 9 und 10. Wie viel mehr sollten darum wir ein unwiderstehliches Verlangen haben, doch dem Herrn zu begegnen und nicht stets zwischen ihm und uns, in seiner heiligen Gemeinde, wo er wohnt, zu ihm zu kommen. Nein, einen Christen muss man nicht zwingen, die Gemeinde aufzusuchen und sich danach zu verzehren, danach zu schmachten, Gottesdienst feiern zu wollen. Bei wahren Christen müssen wir Pastoren nicht einfach hinterher sein und sie immer wieder ermahnen, doch zum Gottesdienst zu erscheinen, sondern die Seele eines wahren Christen, sie sehnt sich danach, sie schmachtet danach, sie schreit danach, dem Herrn Gottesdienst feiern zu dürfen. Wie Spurgeon sagte, der Psalmist konnte seine Sehnsucht nicht still im Herzen verbergen, sondern er fing an, nach Gott und Gottes Haus zu rufen. Er weinte, er seufzte, er flehte um Gewährung dieses Vorrechts. Manche müssen gleichsam mit der Rute zur Kirche gepeitscht werden, während der Psalmist hier nach dem Hause Gottes schreit. Es bedurfte für ihn keines Geläutes von Glockenstuhl, ihn zur Kirche zu rufen. Er trug die Glocke in seinen eigenen Busen. Gesunder Seelenhunger lädt besser zum Gottesdienst ein als das feinste Glockenspiel. Ja, möge es so sein, dass du diese Liebe, diese Sehnsucht tatsächlich im Herzen trägst, dass du schmachtest und schreist nach dem Herrn, seinem Gottesdienst und seiner Gemeinde. Wenn das nicht der Fall ist bei dir, dann solltest du dich prüfen, ob du wirklich den Herrn kennst. Oder ob das alles Show war, dass du zum Gottesdienst gekommen bist, weil man dich vielleicht ermahnt hat dazu. Nein, wir aber, wie wir die den Herrn lieben und sein Haus, wir trauern. Es ist unerträglich für uns, dass wir nicht so Gottesdienst feiern können mit dem Heiligen,
in der Wohnung des Herrn, in seiner heiligen Versammlung. Denn die Wohnungen des Herrn sind uns überaus lieblich. Sie sind uns das Lieblichste überhaupt auf der Erde. Und darum möge der Herr unsere Gebete erhören und uns bald wieder eintreten lassen in sein Heiligtum, wo wir dem lebendigen Gott gemeinsam Lob und Preis singen dürfen. Gepriesen sei der Herr der Heerscharen, der uns in seiner Gnade verschont hat, durch Jesus Christus, der für uns gestorben ist, der für uns in den Tod ging, auf dass wir zu ihm kommen dürfen. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.